Und. Ah, oh, schade. Ah, oh, das steht schon da. North is on a killing spree. Das steht dann schon da. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLiFE Universe Video. Heute gucken wir uns den ersten Guild War von LaWolf an, beziehungsweise den ersten Guild Siege. Und soweit ich gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, war es wohl ein 1 gegen 5 die ganze Zeit. Also es können immer nur 5 Leute der gleichen Gilde quasi zeitgleich in die Arena. Und der einzige Kontrahent war quasi dieser Reflex, den wir gerade in der Mitte sehen. Und ja, das heißt, er hatte wahrscheinlich eine ziemlich harte Zeit. 1 gegen 5, wie gesagt, permanent. Warum er so lange mitgemacht hat, keine Ahnung. Aber es ist der historisch erste offizielle, nach Full Release zumindest, Guild Siege. Und von dem her schon ziemlich interessant. Also, er ist schon mal nicht instant gestorben. Wie lange überlebt er? 10 Sekunden hat es gedauert, bis er gestorben ist. Genau. Jetzt gucken wir mal, wo er respawnt. Ob sie ihn dann direkt nochmal kennen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, das Video. Er könnte Dark Elo. Ah ja, okay. Ich wollte es gerade sagen. Damit könnte er seine Überlebenszeit auf jeden Fall drastisch erhöhen. Er bleibt tatsächlich einfach stehen, Leute. Und jetzt 2000 Damage. Keine Ahnung, wie viel AP die haben. Oh, er hat einen Kill gemacht. Achso, es steht gar nicht da, weil die Perspektive ja gar nicht von dem Spieler selbst ist. Ne? Ich bin so ein bisschen irritiert, weil sonst kommt es immer fett in der Mitte. Der Gildenleiter hat 2 Einheiten, der Gildenleiter hat 3 Einheiten. Ist es aber in dem Fall nicht, weil es ja die Spectator-Perspektive ist. Aber nicht schlecht. Ich meine, immerhin ein Kill. Bringt natürlich nicht viel, weil die verbleibenden Mitglieder, ich weiß nicht, ob das im FLiFE Universe auch so ist, sehen wir gleich, kriegen ja für die übrig gebliebenen Leben, kriegt man auch Punkte in FLiFE Guild War. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht gewinnen, weil er muss eigentlich einfach nur verlieren und die Gegner müssen einfach nur Leben übrig haben. Und damit gewinnen sie dann automatisch, selbst wenn er jetzt theoretisch mehr Kills machen würde, bis er alle seine Leben verliert. Also er müsste schon extrem viele Kills machen, also beziehungsweise alle killen, um zu gewinnen. Also die Gegner dürften nicht überleben. Genau, also er hat beim zweiten Mal keinen Kill bekommen. Mal gucken, ob er jetzt seinen kriegt. Er hat sich hingesetzt. Der Disrespect ist real. Ich hatte vorhin gemacht 2000 Damage, ne? Die kämpfen tatsächlich mit Junk Arrow. Oh, schade. Oh, nevermind, der hat einen Kill bekommen. Ach, ich sag's ja, das ist so irritierend, weil es nicht dasteht. Genau. Ne, er hat noch einen Kill bekommen. Aber es ist interessant, dass die ja echt noch mit Junk Arrow spielen. Aber das war vor 3 Tagen. Das heißt, da waren die Equips noch viel schlechter, als sie jetzt noch sind. Weil sie sind jetzt immer noch sau schlecht, beziehungsweise die Leute sind einfach viel zu niedrig. Da hat man nicht so viel Crit-Rate und so. Und. Ah, oh, schade. Ah, oh, das steht schon da. North is on a killing spree. Das steht dann schon da. Okay, also diesmal hat er wieder keinen Kill bekommen. Er hat jetzt, ja gut, ist schwer zu sagen, ne? Ich habe jetzt nicht so genau aufgepasst. Wie oft ist er jetzt gestorben? 10 Punkte müssten theoretisch 5 Tote sein. Aber wenn der Genleiter einen Kill macht, sind es ja 3 Punkte. Und ich würde auch sagen, er ist erst 4-mal gestorben. Na, ah, schade. Okay, ja, doch, genau. Dann müsste das jetzt sein letztes Leben sein. Oh boy. ich kann mir, ohne Spaß, ich kann mir das gut vorstellen, wie sich das anfühlt, weil ich damals mit meinem Knight ja auch Guild War mitgespielt habe. Und da war ich Knight, 1v1 Knight mit Level 80 Master. Oh, what is happening? Okay. Das hat man jetzt überhaupt nicht gesehen, aber er hat noch einen Kill bekommen tatsächlich. Er hat jetzt 6 Punkte. Da ist er. Da kommt er. Ich verstehe noch nicht, warum man nicht instant in Dark Elo geht. Uff, das ist halt einfach nur ein Gemetzel. Aber hey, er hat immerhin 6 Punkte. Er ist tatsächlich Zweiter im Individual Ranking. Von dem her. Quasi der second most valuable player, aktuell zumindest noch. Dieser Entis darf halt keinen Kill mehr bekommen. Kriegt er auch nicht. Ah, oh, jetzt ist vorbei, genau. Jetzt haben sie 94 Punkte für die verbleibenden Leben bekommen. Jetzt ist es halt komplett lächerlich. Aber das ist halt wie gesagt so, dass man dann vielleicht einfach für die übrig gebliebenen Punkte dann noch, für die übrig gebliebenen Leben dann eben die Punkte bekommt. Dann haben wir jetzt hier noch die Tabelle.
94 zu 6. Aber ja, er war Zweiter. Ja, also quasi der zweitbeste Spieler, Second Most Valuable Player. Funny enough. Was halt auch lächerlich ist, ist, dass halt voll viele Leute quasi 5 Punkte haben, die gar nicht mitgespielt haben. Die waren nicht ein einziges Mal in der Arena, aber haben quasi 5 Punkte bekommen, weil sie noch alle Leben hatten. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Video, wie gesagt. Ich habe mir gedacht, dass die ersten Guild Wars auf jeden Fall, wie soll man sagen, interessant werden, weil halt einfach 10 Leute, ich meine, gut, in dem Fall war es sogar noch viel extremer. Vielleicht 10 Leute ein halbwegs hohes Level haben, halbwegs gutes Equipment haben, die können dann in Anführungszeichen richtig spielen und alle anderen Low Levels laufen halt irgendwie so rum und sind halt dabei, so ungefähr. Aber das übertrifft tatsächlich meine Erwartungen. Also so krass habe ich es mir nicht vorgestellt, dass sogar nur 2 Gilden anmelden und eine Gilde legit mit einem Typen mitspielt. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren es wahrscheinlich einfach noch extrem wenig Leute Level 60. Und außerdem müsste da auch das XP-Event gelaufen sein. Das heißt, viele Leute haben dann wahrscheinlich auch einfach gesagt, nö, ich level lieber weiter. Wobei die ganze Sache ja nicht mal 10 Minuten gedauert hat, also da hätte man schon kurz mitmachen können. Genau. Aber ja, auf jeden Fall interessantes Video. Video zum Original, Link zum Originalvideo ist in der Beschreibung, falls ihr euch das Ganze nochmal in voller Länge angucken wollt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Flive-Video, Flive Universe-Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.